Hallo und einen schönen Montag bei Adobe Live. Wir werden heute wieder mit euch gemeinsam illustrieren, dass die zweite Session von zwei Sessions, also die letzte Runde gemeinsam mit Carina. Und hallo Carina, es ist wunderbar, dass du heute da bist. Hallo Melanie, ich freue mich riesig. Bin schon sehr gespannt. Ich muss ja sagen, das Feedback von der letzten Runde war der absolute Wahnsinn. Ich habe mich die ganze Woche durchgehend über komische Vögel auf Discord gefreut. Ja, ich habe auch mal reingesehen, es sind echt ganz, 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 ganz großartige Beiträge dabei. Willst du kurz Hallo an den Chat sagen, bis ich da kurz nochmal mein iPad connected habe? Weil da geht es schon wieder wahnsinnig rund. Der Chat ist voll mit ganz vielen wunderbaren Gästen, die wir ja auch von Discord kennen und von denen wir ganz viele schöne Vögel gesehen haben. Ja, natürlich. Also, ich freue mich, Thomas zu sehen und natürlich auch David, Andreas Holler ist da, Lisa Hartmann, Diana Bob ist hier, Kerstin, also Wavy ist hier, ganz, ganz viele bekannte Gesichter und auch ein paar natürlich, die auch im Discord ganz brav mitgemacht haben und fleißig ihre Vögel hochgeladen haben. Und ich freue mich schon auf eine spannende Stunde heute. Bin schon gespannt, was wir gemeinsam Schönes zaubern werden. Wir haben ja heute beide verschiedene Sachen mitgebracht und ich krieg's gerade nicht aufgerufen, was ich eigentlich zeigen wollte, nämlich einen kleinen Überblick, was wir vorhaben. Wie man sieht, ich leuchte hier wie bei so einer Halloween-Show, weil ich schon orangen Hintergrund auf meinem iPad geöffnet habe. Aber was wir ja letzte Woche angefangen haben, waren Vögel am iPad zu illustrieren. Und dann haben wir die ganze Woche über die Files bei Discord geshared. Wir haben uns die Files nochmal geteilt und jeder hatte mehr oder weniger die Möglichkeit, dran weiterzuarbeiten. Und ich werde heute an einem der Vögel weiterarbeiten und dann später ein bisschen in Rush so einen kleinen Timelapse schneiden, um zu sehen, wie man das Ganze für zum Beispiel Instagram oder Behance vorbereiten kann. Was hast denn du vor? Ich habe mir zwei Dinge überlegt. Zum einen habe ich natürlich mir nicht nehmen lassen, die kleinen Wattwürmer einzuzeichnen bei deinem tollen Huhn. Und zum anderen war ich total begeistert von dem Sketch, den Thomas hochgeladen hat und habe den auch schon etwas koloriert und hätte mir eben vorgenommen, aus dem Sketch von Thomas und meinem Sketch vom letzten Stream ein gemeinsames Bild zu machen. Das klingt spannend. Ich hoffe, die Community freut sich genauso. Wie immer, falls ihr bei YouTube seid, hüpft drüber zu Behance. Wir beantworten eure Fragen hier zum Thema Adobe Fresco, zum Thema Illustrieren, was Illustratoren so den ganzen Tag über machen und wie wir überhaupt auf die verrückte Idee gekommen sind, Vögel zu illustrieren. Sagen wir mal, ich struggle leider noch immer ein bisschen hier mit meiner Anzeige, aber vielleicht können wir schon mal einen Blick auf dein iPad werfen. Sehr, sehr gerne. Ich lege hier einfach mal los. Genau. Ich habe, wie gesagt, mir mal so als Überblick einen Ordner gemacht mit den ganzen Files, die geshared wurden und habe mir auch den Sketch von Thomas mal hier reingeladen. Ich muss nur kurz hier etwas aufräumen. Aber die Realität ist ja nicht immer so aufgeräumt. Nee, auf keinen Fall. Und am Ende zählt ja auch das Ergebnis. Du möchtest ja im Moment nicht an Kunden schicken. Also alles gut. Genau. Also der im Prozess darf ruhig ein bisschen Chaos mit dabei sein, oder? Auf jeden Fall. Also das war der wunderschöne Sketch von Thomas, den ich immer noch total cool finde. Und er hat ja dann auch seine Version hochgeladen. Ich habe mich dann dazu entschieden, den etwas anders zu kolorieren, als er das gemacht hat. Und bin jetzt hier
mal auf diesen Stand. Genau. Ich kann auch kurz ein bisschen so ein paar Details verraten. Wenn ich mir einen Sketch von jemand anderen hole, dann versuche ich meistens die Struktur schon etwas schöner beizubehalten und auch gleich das ordentlich in Ordnern anzulegen, weil natürlich, wenn man dann viele Files hin und her schert, es natürlich dann auch passieren kann, dass dann mal was durcheinander kommt und man dann vielleicht einfach keine Ebenen mehr hat, auf die man vielleicht zugreifen möchte oder es einfach dann im Chaos endet. Und das wollen wir ja nicht. Genau. Du hast ja hier, wir haben ja, ich bin jetzt kurz dran. In einer Sekunde sind wir dann auch mit meinem Screen wieder da und ich kann kurz zeigen, was ich vorbereitet habe. Du hast dich ja für ganz andere Farben als Thomas entschieden. Ich hoffe, man sieht das jetzt gleich. Also ich habe das auch absichtlich so gewählt. Und ja, Thomas schreibt doch gerade, er freut sich. Danke, dass du so einen tollen Sketch in den Discord reingestellt hast. Ich sehe jetzt auch gerade noch, dass Dani Polin da ist und auch Anja Krohmann. Schön, dass ihr auch Zeit hattet, heute mal einzuschalten. Und auf jeden Fall mitmachen. Ja, ich habe ja mit Dani letztes Mal schon kurz über Instagram gequatscht. Die hatte dann ein anderes Thema als Vögel, aber heute muss endlich mal ein Vogel drin sein, Dani. So geht das nicht. Ja. Ich habe es jetzt geschafft, hier mein iPad zu verbinden. Und zwar sehen wir hier unseren Startpunkt von letzter Woche. Finde ich ganz spannend, weil wir da gestartet sind. Es waren noch schwarz-weiß Illustrationen und eigentlich, ich muss sagen, wirklich Basics. Und alle konnten damit arbeiten. Und was dann draus geworden ist, ist das, wir haben noch ein paar mehr Skizzen bekommen. Wir haben hier was von David, ist er heute da. Ich glaube, den habe ich schon kurz gesehen. Der hat mit seinen Mädels zu Hause illustriert. Wir haben was von Nadine. Natürlich ist Thomas mit dabei. Ruth hat was eingeschickt. Kirsti hat was eingeschickt. Also es war einfach ein Feuerwerk an Vogelillustrationen auf Discord. Ich glaube, das war dann so der Gockel Konstantin. Übrigens, kennst du den Gockel Konstantin, Carina? Nee, ich dachte schon, du kannst mir jetzt ein Lied singen. Ich habe von Wavy gehört, der hat irgendwie einen Song, aber ich kenne ihn leider nicht. Ich habe auch hier schon ein paar Vögel vorbereitet, die von der Skizze zur Illustration gearbeitet sind. Und das finde ich wahnsinnig schön. Das ist von Thomas, was selbst skizziert und illustriert. Mhm. Aber ja, ich liebe den Style. Wunderbar. Dann haben wir im Vergleich dazu deine super farbenfrohe Illustration. Dann habe ich mich an deinem Sketch versucht. Ja, ich finde es total schön, dass die Interpretationen so variieren. Ja, das ist ja auch das Spannende, oder? Dass man einfach dieselbe Ausgangslage hat, aber dann trotzdem jeder seine Interpretation dazu findet. Auf jeden Fall. Wie findest du die Farbauswahl? Ganz gut. Ganz gut. Könntest du so ein bisschen drunter sein? Thomas macht dir gerade ein wunderbares Kompliment. Er sagt, er liebt deinen Style. Das stimmt auf jeden Fall zu. Hier haben wir noch eine Version von dir. Da hast du dich an deinem eigenen Vogel versucht. Dann haben wir die wunderbare. Ich war das auch von Thomas. Ich glaube, das war auch von Thomas, der sich dann an deiner Variante mal ausprobiert hat. Ja, also das ist echt ziemlich cool. Richtig cool. Es ist einfach so. Sieht so weich aus und auch diese schönen Farbverläufe dann drinnen und auch die Farbauswahl richtig toll. Auch super schön, ein ganzes, wie soll ich sagen, ein geschlossenes Motiv zu sehen. Mhm. Ich gehöre ja zu den Leuten, die gerne ein Hauptmotiv haben und dahinter eher so einen ruhigen, soliden Hintergrund. Aber es ist mal schön, das so ausgearbeitet und fertig zu sehen. Dann haben wir hier die Variante von mir, das kleine Kampfhuhn mit dem kleinen Warrior drauf. Ich muss auch sagen, für alle, die heute zum ersten Mal zusehen, wir hatten letzte Woche schon eine Runde mit Carina und der Vorschlag kam aus dem Chat. Wir haben ja wahnsinnig viel Input von der Community bekommen, wie wir unsere Vögel gestalten sollen. Und da war dann der feuerspeiende Hahn dabei am Ende. Das Feuer ist noch nicht da, aber der kleine Kämpfer ist auf jeden Fall schon am Rücken. Und dann haben wir hier noch die Variante von mir mit Nadines Illustration, Nadines Sketch, finde ich wahnsinnig lustig und ist noch so ein bisschen natürlich ein Witz mit dabei. Aber ja, sehr cool. Total spannend, finde ich, diese verschiedenen Stile aufzufassen und dann noch dran weiterzuarbeiten.
Was hast denn du dir für heute? Hast du dir schon Sketch geöffnet? Ja, also ich habe gedacht, ich lasse jetzt einfach mal vielleicht den Chat entscheiden, wo es weitergeht. Weil, ich kann es kurz herzeigen, ich habe natürlich auch an dem Sketch, den du mit mir geshared hast, weitergemacht. Und mal versucht, ein paar dieser lustigen Wattwürmer einzuzeichnen. Genau, also das wäre Option 1, hier weiterzumachen und natürlich dann auch noch Feuer und Angriff und keine Ahnung, Würmer, die Pfeile runterschießen. Oder vielleicht auch aus dem wunderschönen Vogel von Thomas und mir ein gemeinsames Bild zu machen und seinen Vogel in meinen Sketch einzubauen. Also Variante 1, Huhn mit Wurm. Oder Variante 2, die schöne Vogelvariante. Also 30 Sekunden Zeit, 1 oder 2 reinzutippen. Los geht's. Wir haben natürlich schon einen ersten Kommentar. Nadine sagt, die Wattwürmer müssen es sein. Thomas enthält sich, das geht doch nicht, Thomas. Du musst natürlich mitmachen. Ich habe schon einen kleinen Favoriten. Ich habe ja die... Ich enthalte mich kurz, aber ich sage dann auf jeden Fall, was ich mir denke. Der Ecki meint auch 2. Kampfhuhn. Tim möchte das Kampfhuhn sehen. Natürlich möchte Tim das Kampfhuhn sehen. Diana möchte auch, hallo Diana, schön, dass du dabei bist, möchte auch die Nummer 2 sehen. Ich bin gespannt. Weißt du, das sind ja 2 total verschiedene Motive und 2 verschiedene Stile, die man machen ja, kann. Ja, total. Und ich hoffe, der Chat weiß und die Community weiß, dass egal was ausgewählt wird am Ende, wir brauchen einen Input von der Community. Mindestens zu den Farben. Mindestens. Also ich glaube, das Kampfhund wird's. Ich würde sowieso, Thomas, ich würde auf jeden Fall aus unseren beiden Vögeln ein Bild dann machen und das auf jeden Fall auch noch bei Discord dann hochladen. Und vielleicht lege ich jetzt wirklich einfach mal los mit dem Kampfhuhn und den Wattwürmern. Klingt und gut. Melanie, du? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Falls jemand im Chat einen Tipp hat, sagt gerne, was ihr gerne sehen wollt. Ich bin noch nicht ganz, ganz sicher. Ich werde mich kurz ein Auge auf den Chat werfen. Da meint nämlich Nadine auch gerade, sie ist dran, an dem Vogel mit dem kleinen Hütchen weiterzuarbeiten, an dem bayerischen Buben, meinst du? Und Thomas sagt, der Seppelvogel ist gar zu herzig. Ja, natürlich ist er das. Er hat ein kleines Kostüm an. Vögel mit Kostümen sind immer lustig, oder? Ja. Ist vielleicht auch ganz interessant, dann eure beiden nebeneinander zu sehen, wenn sie dann fertig sind. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass das kommt. Nadine, falls du früh genug fertig bist, schick durch. Ansonsten sehen wir dich natürlich auf Discord. Dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja, ich dachte, du bist schon. Ich dachte, du bist eigentlich schon so mit einer Hand am Illustrieren. Ja, fast. Ich habe den Stift schon in der Hand. Genau. So. Also, vielleicht kann mir die Community da auch etwas helfen mit dem Hintergrund und welche Dinge da vielleicht noch eingebaut werden könnten. Also vielleicht hat jemand eine Idee, was ich dann noch dazu machen könnte zu den Wattwürmern. Auf jeden Fall. Wir brauchen ja eigentlich eine Story außen drumherum. Also wir haben ja dieses Huhn, wir haben die Würmer dazu, aber wir brauchen so ein bisschen Story, oder? Ja, klar. Und es könnten vielleicht auch noch, keine Ahnung, vielleicht im Hintergrund so Büsche oder vielleicht auch Felsen und eine kleine, keine Ahnung, Hühner- und Würmerburg. Ich weiß es nicht. Oder kleine Würmer mit Fallschirmen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde auch spannend finden, vielleicht so ein mittelalterliches Szenario oder so. Ja, stimmt. Irgendwie so. Eine kleine Challenge auch für dich, oder? Wir wissen ja, dass du Städte illustrieren kannst. Maps haben wir ja schon gesehen von dir, aber so eine mittelalterliche Stadt mit einer Burg? Puh. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Stunde schaffe.
Thomas meint auch, er wird eher einen ruhigen Hintergrund wählen. Und da stimme ich dir voll zu, weil es sonst, glaube ich, wirklich zu sehr ablenken würde. Genau. Natürlich. Ansonsten wäre es ja auch der Bob Ross aus Österreich und von Adobe Live, wenn du den Hintergrund in einer Stunde zaubern könntest. Weil wir haben ja wie immer nur eine Stunde. 45 Minuten sind noch übrig davon. Und ja, wir müssen reinhauen, oder? Ja, ich würde auch sagen. Auf los geht's los, oder? Ja, zum Zauberer. Alle ran. Los geht's. An die Stifte und ab die Post. So. Womit beginnst du jetzt, wenn du die Szene zeichnest? Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach noch mal im Hintergrund so einen groben Sketch für mich, um dann vielleicht mal zu sehen, wo es vielleicht etwas zu unruhig werden könnte. Oder einfach um dann einfach trotzdem noch etwas flexibel zu bleiben, damit es auch nicht zu viel wird. Genau. Das macht Sinn. Und du? Ja, ist gut. Ich bin gerade dabei, die Sachen reinzuladen. Ich habe mich für einen Sketch entschieden oder für eine Vorlage. Mhm. Und zwar mache ich was, wovon ich schon lange geträumt habe. Und zwar werde ich an einer Illustration von einer Kinderillustration weiterarbeiten, die mir von David zugeschickt wurde. Ich hoffe, das kann man jetzt dann gleich sehen. Ich freue mich total drauf, weil das so eine wunderbar abstrakte Variante von einem Huhn ist. Und habe ich schon längst auf der Liste und jetzt klappt das endlich mal. Ist wunderbar. Sehr cool. Bin schon gespannt. Also auch das Huhn. Ja. Paolo stellt die Frage der Fragen. Carina, die kannst du bestimmt beantworten. Seit wann ist das Fresco-Logo eigentlich blau? Seit ungefähr 2 Monaten? 3? Tatsächlich? Ich habe keine Ahnung. Ja? Ach richtig, natürlich. Ja, hast du gut geraten. Ach, siehst du, gut. Darum sitzt du hier und kannst alle Fragen beantworten. David schreibt gerade Kampfhandle Returns. Ich bin auch schon wieder total hin und weg vom Chat. Wir haben wunderbare Vorschläge. Wir sollten mal anfangen, eine Story zu zeichnen hier. Wir haben inzwischen eine Würmerburg aus Sand. Pablo ist sehr kreativ, das sollten wir auf jeden Fall mal probieren. Das kann man auch sehr minimalistisch und abstrakt zeichnen, weil man wirklich nur so kleine Texturen im Hintergrund als Würmer anlegen könnte. Was siehst du, bei mir geht schon wieder die Fantasie durch. Wir haben Himmel, einen Misthaufen, vielleicht ein Küken zur Unterstützung. Das sind wunderbare Vorschläge, oder? Aber ich darf nicht schon wieder so viel labern, ansonsten komme ich nicht voran, weil ich habe ja heute noch einiges vor, weil ich gerne ein kleines Video machen würde, das wir ja auch bei einer unserer Kollaborationen schon gemacht haben. Das finde ich immer einen schönen Abschluss. Und das kommt jetzt noch, sobald ich hier mit diesem Hund fertig bin, in circa, was haben wir? Boah, ich würde so sagen, in 10 Minuten, da würde ich gerne mal zu Adobe Rush wechseln und das mal ein bisschen aufbereiten, damit wir es für die Ewigkeit festgehalten haben. Ja, gute Idee. Machst du das denn? Machst du auch so Timelapse-Videos, um vielleicht auch deinen Prozess ein bisschen zu reflektieren? Ja. Also manchmal ist es wirklich ganz spannend, auch zu sehen, wie sich Dinge entwickelt haben, weil man ja dann oft auch, nachdem ein Projekt fertiggestellt ist, auch gar nicht mehr so genau weiß, okay, was habe ich alles verändert? Und es bietet halt trotzdem auch nochmal eine andere Sichtweise. Also schon ganz gut. Weißt du, was mir ganz oft passiert, dass ich viel zu weit gehe und viel zu viele Details hinzufüge und dann schaue ich mir das Timelapse-Video an und denke mir so, ich hätte eigentlich schon vor einer Stunde aufhören können. Ja. Und manchmal mache ich das dann auch. Ich lösche dann wieder und gehe zurück zum Anfang mehr oder weniger. Ja, manchmal brauchst du es einfach. Aber es ist schon toll, so diesen Prozess zu sehen. Ja, und vor allem ist es halt so ein kleiner Reminder, dass man auch manchmal aufhören sollte, wenn es gut ist. Ja, das stimmt.
Wir haben einen Fallschirm-Fan im Chat. Anna sagt, das Kicken, wir brauchen Kicken und Fallschirm. Also Carina, ich weiß ja, dass ich habe mir eine relativ leichte Challenge ausgesucht heute, aber bei dir steht noch einiges an. Oh ja, ich weiß echt nicht, ob ich das schaffen kann, aber ich gebe mein Bestes. Ich skizziere jetzt hier einfach mal und dann sehen wir ja, wie weit ich komme. Natürlich. Man muss ja sagen, man kriegt überraschend viel in einer Stunde weiter, auch wenn man vorab schon denkt, das klappt niemals. Aber wenn man dann so ein bisschen Druck mit sich selber macht, dann läuft das eigentlich immer gut. Ja, das stimmt. Bei mir auf jeden Fall. Vielleicht war das eine Annahme, aber bei mir funktioniert es gut. Ein Küken, die sind doch flauschig und haben auch so einen kleinen Kopf. Oder? Ja, flauschig sind die auf jeden Fall, ja. David meint gerade, Amelie ist besonders stolz auf den Regenbogenschweif von dem Hahn. Den muss ich auf jeden Fall beibehalten. Damit kriegt das Ganze natürlich auch noch so einen wunderbaren Twist, wenn man weiß, dass ich hauptsächlich mit wenig Farben zeichne. Ich schaue gerade so ein bisschen bei dir mit, was du so machst. Und ich sehe nichts. Du siehst nichts? Hast du da einen Pinsel auf ganz, 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 ganz leicht gestellt? Also mit einer hohen Transparenz? Ich glaube, ich habe diesen... ich habe oben einfach in diesem Fenster... Das sieht man, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Oder es ist hängen geblieben. Das kann natürlich auch sein. Oh no. Dann machen wir einen großen schwarzen Strich, dann schauen wir uns das an. Und ansonsten machen wir einfach. Nee, wir haben auf jeden Fall die Maus. Die kann man sehen. Oh, jetzt, oder? Oh ja, jetzt bist du zurück. Wunderbar. Das Küken mit dem Fallschirm, schön. Ja, der ist auf jeden Fall noch zu. Könnte ja auch eine Eierschale sein. Ein Eierschalenfallschirm. Ja, oder das sowas. Ist richtig gut. Ja, aber mach das auf jeden Fall und schreib dir das irgendwo auf. Nicht, dass wir es am Ende noch vergessen. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Petra ist inzwischen auch im Chat zu uns gestoßen. Sie macht uns ein Kompliment, cool, dass das ja schon super aussieht. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Das Ziel ist natürlich immer, einfach voranzukommen. Es geht nicht darum, fertig zu werden, aber ich muss sagen, das ist so, ich würde schon gern was Fertiges sehen. Ja, ich eigentlich auch. Vielleicht eine Frage an den Chat. Wer von euch illustriert denn heute mit? Ist jemand gerade dabei, auch ein paar Hühner durch den Stall zu jagen? Oder seid ihr heute alle ganz gespannt am Zuschauen und genießt noch entspannt den Montag? Ich hätte das ja heute auch noch ein bisschen gebraucht, so einen entspannten Montag, noch einen Tag länger Wochenende. Der Montag ist mir heute ein bisschen zu früh gekommen. Du bist nicht alleine. Sommermontag ja doch so an sich, oder? Ja, muss man leider sagen. Sagt, er kann nicht zeichnen. Das ist ja meiner Meinung nach immer eine Frage der Übung und der Geduld. Ja, nein, vielleicht. Also, ich bin ja der Meinung, dass jeder irgendwie zeichnen kann. Ja, ich glaube das auch. Deswegen ja, die Frage der Geduld und der Übung. Aber ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Also. Nee, ich finde das auf jeden Fall richtig. Ich glaube auch, dass alles, was man kann es ja am Ende auch Kunst nennen, dann ist es eine freie Interpretation von einem Thema. Solange man dazu stehen kann und solange man es mag, finde ich, ist es gerechtfertigt, das auch eine Illustration zu nennen. Ja, und es soll einfach auch Spaß machen. Und dann passt das schon. Tim meint gerade, es kann
jeder zeichnen, aber nicht jeder muss. Ja, natürlich, da hast du recht. Anna ist aber flott am Mitzeichnen und ich bin gespannt, was da rauskommt. Schick das auf jeden Fall bei Discord durch, damit wir uns das anschauen können. Und ich würde ja gerne so eine kleine Collage machen, dann für, weiß nicht, für Freehands vielleicht oder so. Mal sehen. Ich hatte eigentlich schon wieder viel zu viel vor für den Tag heute. Das ist unfassbar. Ich habe mir nämlich gedacht, was wir auch noch nie angeschaut haben, ist, wie du zum Beispiel deine Behance-Projekte aufbereitest. Machst du das denn oft? Eigentlich eher weniger, aber steht auf meiner Liste. Und genau, also ich möchte das unbedingt am besten diese Woche noch, am besten gestern, schon erledigt haben. Und genau, also ich habe mir das auch schon angesehen, das vielleicht mit XD zu machen. Mhm. Und genau. Du hast ja Mittwoch Masterclass, oder? Stimmt. Ja, tatsächlich. Kann ich mir da was abschauen? Ja, auf jeden Fall. Also es wird so eine kleine Intro zu XD sein. Also Adobe XD kennt man ja, ist für Interface-Präsentationen, weiß Gott was, eigentlich ein unfassbar umfangreiches Tool. Und ich habe 90 Minuten gemeinsam mit Julia und wir werden uns so ein bisschen das Thema anschauen, wie man startet, wie man so ein erstes Interface layoutet, und ich würde gerne auch ein bisschen zeigen, wie man eine Präsentation macht, und vielleicht gibt sich dann ganz am Schluss noch so ein kleines Portfolio-Projekt aus. Aber das ist ein Stretch-Goal, das sage ich gleich jetzt für alle, die heute zuschauen, am Mittwoch wiederkommen, das ist ein Stretch-Goal. Aber jetzt kann man auch eigentlich gleich weiterleiten. Tim ist wieder ein Schatz. Tim, du bist wunderbar. Tim blendet gerade den ganzen Plan für die Woche ein. Am Freitag ist nämlich wieder Tanja mit Nachhaltigkeit im Design da und hat Maximilian Muracher zu Gast. Da bin ich schon total gespannt. Die letzte Woche war ja wunderbar mit Tanja. Super viele Insights zum Thema Nachhaltigkeit im Design, und ich bin gespannt, was die Woche noch kommt. Da muss man schon mal eine Schippe drauflegen, so gut wie die letzte Woche war. Ich bin ja auch froh, dass du mich erinnert hast, dass Mittwoch die XD-Session ist, weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ich weiß, was am Freitag passiert. Irgendwas war am Mittwoch, ich habe keine Ahnung. Ich muss am Mittwoch irgendwo sein. Ich habe natürlich alles vorbereitet, aber ich dachte, wer ist denn der Gast? Wer kommt denn da? Oh, super. Siehst du, Carina, wenn du da bist, werde ich nervös. Nein. Thomas meint auch gerade, zeichnen kann jeder. Man muss nur üben und seinen Stil finden. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, da steht, man muss seine Stille finden. Das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu. Ist aber leider nicht so jedermanns Sache. So. So, wie weit bist du? Da ist ja jetzt wirklich eine Burg. Das hat ja doch was von dem Mittelalter, oder? So ein bisschen. Mal sehen, ich überlege die ganze Zeit, wie ich dieses Küken auf dem Eierfallschirm da runter segeln lassen soll. Aber es wird schon irgendwie werden. Ich mache es jetzt einfach drauf los. Ja, und am Ende kannst du immer die Community um einen Joker bitten, um Input, weil das ist ja der Plan von der ganzen Session heute, dass man Fragen stellen kann und auch ein bisschen Input geben kann. Das ist ungeplant und passiert mir jetzt, ohne irgendwie vorbereitet zu sein. Ich habe einen Regenbogenmarker in meinen Farben gefunden. Ja, perfekt, oder? Ich wusste oder? Das nicht. Ja. Perfekt für die Regenbogenhaare. Machst du das eigentlich dann auch immer so, dass du deine Sketch-Ebenen zusammenfügst und quasi in einen Ordner packst, oder kolorierst du dann immer unter der jeweiligen Ebene oder über dieser? Oder wie machst du das eigentlich?
Ja, wie machst du das? Die Frage der Fragen. Wie machst du das eigentlich? Nee, ich versuche es immer, je nachdem, was das, wie soll ich sagen, der Prozessschritt ist, zu gruppieren. Also Skizzen sind in einem Folder und ich versuche dann auch immer Farben natürlich im Hintergrund zu haben. Und je nachdem, ob das Ganze einzelne Elemente hat, ich habe dir mal so, ich war glaube ich, ja, wenn ich so zum Beispiel Blüten zeichne, dann würde der Kopf der Blüte eine Gruppe haben und zum Beispiel die Blätter dann würden eigene Gruppen bekommen, dass ich später, wenn ich das Ganze umarrangieren möchte, nochmal die Chance habe, das Ganze frei zu bewegen. Ja, okay. Also eher eine ähnliche Arbeitsweise. Auf jeden Fall, ja. Trotzdem übersichtlicher, oder? Gerade bei größeren Projekten. Ja, auf jeden Fall. Also selbst den Hahn, an dem du zeichnest, das sind eine Trillion Layer. Und da geht natürlich irgendwann mal die Übersicht verloren. Vor allem, wenn man es zum Schluss dann nochmal verschieben möchte oder wenn ich eine Komposition mache, dann dupliziere ich meistens die Gruppen und merge die dann, weil ich weiß, ich bin fertig, das ist jetzt nur noch die Komposition und dann war es das. Ja. Aber ich behalte alle Layer, solange ich kann. Ja, ich auch. Also ich kopiere auch oft dann die Gruppen und blende die aus, damit ich sie für später noch habe. So als kleines Hintertürchen. Auf jeden Fall, ja. Ja, es macht schon Sinn, einfach das ordentlich beizubehalten. So. Ich suche mir jetzt da von dir einen Ton aus. Ich glaube, was auch, wo ich mit mir manchmal ein bisschen streng bin, ist, wenn ich habe ja verschiedene Stile, in denen ich illustriere und die gehen von super abstrakt zu sehr detailliert, wie der Hahn zum Beispiel. Und ich habe ja den Hahn am Anfang gezeigt, der war aus Outlines zusammengestellt. Und später habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich hat er das Potenzial, detailliert zu werden und ohne Outlines auszukommen. Also wenn man den jetzt anschaut, an dem du arbeitest, der hat ja keine Outlines mehr. Und die sind dann auch ganz bewusst ausgeblendet. Also die sind nicht übermalt oder so, sondern die waren einfach drüber. Und ich habe dann gemeint, so nee, das, der Hahn verträgt auch ein bisschen mehr Detail und habe das ausgeblendet. Ja, das ist natürlich gut so. Genau. Also das kann ich machen, weil das jetzt ja eine freie Arbeit ist und ich totale Flexibilität habe. Und ich fand, das passt zur Story besser, der Detailgrad. Aber natürlich würde man das, je nachdem, was der Kunde möchte, natürlich anfangen. Also mit Outlines oder eben ohne. Je nachdem, welcher Stil eben gefragt ist, würde zum Projekt passen. Der Chat schaut dir gebannt zu, wenn du an deinen Hühnern arbeitest. Jetzt an dem Busch. Ich liebe ja diese Pastellmischer, Kreiden- und Buntstift-Brushes. Auf jeden Fall, also ja. Da kann man schon ganz gut Strukturen reinbringen. Ist ja immer wieder überraschend, wie wunderbar das funktioniert und es fühlt sich ja auch, wenn man illustriert, an wie ein echter, also wie echte Farben und das finde ich wunderbar. Wir sind im Chat vielleicht jemand, der von analoger Illustration auf digital umgestiegen ist und das wie so ein Aha-Erlebnis empfunden hat, weil für mich war das total, ich wollte das immer und ich habe es dann gemacht und hat sich gut angefühlt. Aber gibt es Leute, die total überrascht waren von dem Effekt, dass es digital auf einmal auch so wunderbar funktioniert? Würde mich total interessieren, hast du das Gefühl gehabt, dass das was anderes ist? Oder hast du überhaupt jemals analog illustriert? Schon, ja. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, so die ersten paar Male mit dem iPad waren echt die Mega-Hürde. Also es war, ich habe ja ganz am Anfang, also da gab es ja auch Fresco noch gar nicht, mit Procreate gearbeitet. Und das war dann eigentlich alles total neu und dann halt so richtig die ganzen Sachen zu mischen und auszuprobieren. Und es ist trotzdem irgendwie, hat man anfangs nicht so das Gefühl, dass es fühlt sich nicht so an, als wäre es analog. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mittlerweile, ich habe auch so eine Paper-like-Folie. Und die liebe ich auch. Also ich hatte vorhin eine andere, die war aber nicht so der Burner. Okay.
Ja, also es gibt total viele so Strukturfolien, die dann eben dieses glatte bisschen wegnehmen. Weil ich glaube, das war mein Hauptproblem. Also dieser Widerstand, den du ja normalerweise hast, wenn du einfach mit dem Bleistift oder mit Buntstift oder keine Ahnung, Pinsel auf Papier triffst, und den hast du halt einfach nicht. Keine Ahnung. Das ist total komisch, dass du das sagst, weil für mich war das nie ein Problem. Ich weiß. Ich bewundere dich total dafür. Ich würde durchdrehen mit dieser glatten Oberfläche. Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch, hast du das schon mal gesehen, diese Gummistopsel für die Spitzen? Ja, habe ich gesehen, aber nee, ich bin so, wie es ist, ich bin wahnsinnig glücklich damit. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn ich nebenbei Erdnüsse nasche und dann mit meinen Erdnussfingern auf das Display tippe. Das macht mich wahnsinnig, mit den kleinen Fettspuren, die dann so verteilt sind. Aber ansonsten läuft das ohne ganz gut. Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, ich liebe das mit dem iPad und ich möchte auch nicht mehr tauschen. Also man ist super flexibel, man hat so viele Brushes zur Auswahl, man kann so viele Dinge ausprobieren. Aber es ist natürlich ein anderer Prozess, wenn man als Gegenüber einfach einen Bildschirm hat, mit dem man arbeitet, oder ob man jetzt, keine Ahnung, eine Leinwand oder richtig, richtig tolles Papier vor sich hat, ist schon nochmal was anderes. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass das Papier dann mit mir kommuniziert. Aber ich habe das auch mit dem iPad. Also ich muss sagen, ich habe keine Präferenzen. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass ich ich bin weniger fokussiert am iPad. Ich lasse mich total schnell ablenken. Ja. Da kommt immer hier was und da was und dann. Bim, bim. Ja. Ja. Und mit so schmutzigen Finger auf Leinwand und Farbe, da kann man halt doch nicht so wild sein, wie man das gerne möchte. Ja, ich glaube, man muss sich auch anders Zeit dafür nehmen. Also es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt wirklich alles, keine Ahnung, herräumt und aufbaut oder je nachdem, wie man arbeitet. Oder ob man einfach kurz das iPad einschaltet und ab die Post. Also schon nochmal ein anderes Feeling. Da ist ja auch eine Platzfrage. Ist ja gar nicht so einfach, so eine riesen Leinwand überall aufzubauen. Ja. Und das ganze Zeug auch wieder zu verstauen danach. Also das ist mit dem iPad auf jeden Fall um einiges leichter. Ja. Also Petra sagt auch, für sie war der Umstieg von analog auf digital ganz schön hart. Und sie hat auch eine Weile gebraucht, bis sie das dann so richtig Spaß gemacht hat. Kann ich wirklich ganz, ganz gut verstehen. War bei mir auch so. Aber muss sagen, jetzt läuft es bei euch beiden wahnsinnig gut. Also das ist schon... Ja, es macht Spaß. Ist schon bemerkenswert, ja. Also es ist wahrscheinlich so wie alles. So ein bisschen... Sorry. Nee, weiter, nicht aufhören. Ich glaube, es ist wie bei allem einfach, je öfter man dann Dinge tut oder je mehr man ausprobiert und sich traut, desto einfacher wird es dann auch. Und dann hat man halt so seine eigenen Kniffe und vielleicht erfährt man dann auch noch von, keine Ahnung, Freunden oder Leuten, denen man folgt oder Tutorials, die man macht, ein paar Kniffe und Tricks und dann geht das schon ganz gut. Das stimmt. Ich habe ja gehört, bei Behance ist das so eine wunderbare Live-Session, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Findet meistens montags, mittwochs und freitags um 4 Uhr statt. Themen Inspiration, Educational Content oder mittwochs sind die Masterclasses. Also ist es auf jeden Fall wert, mal hinzuschauen. Ja, definitiv. So. Ich habe meinen Schweif geändert. Ich möchte jetzt wirklich einen Regenbogenschweif. Ich hatte erst einen bunten, aber der war mir nicht gut genug. Ich bin schon so gespannt. Wie geht's bei dir voran? Ich kopiere gerade meinen Busch, den ich gerade hier so gezeichnet habe. Genau.
Das ist jetzt, das ist die Mörderaufgabe für den Chat. Ich brauche ein Thema oder einen Namen oder einen Titel oder eine Story für meine Illustration, die von Amelie angefangen worden ist in der Skizze und von mir jetzt hier ein bisschen interpretiert wurde. Und ich brauche eine Story dazu. Und ich komme nicht drauf. Ich habe immer so mit einer halben Gehirnhälfte schon so an die Story gedacht und ich komme nicht voran. Aber ich glaube, der Chat hat ein paar Ideen. Ihr stimmt. Thomas Mann hat wahnsinnig lange nicht mehr gezeichnet und vor 2 Jahren wieder angefangen. Und ich finde, das ist auch super cool. Ich liebe den Austausch. Ich liebe es zu sehen, was du so machst, Thomas. Also es ist echt der Wahnsinn. Definitiv. Richtig cool. Ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen wie, Meditation ist immer so ein blödes Beispiel, aber man nimmt sich eben so kurz die Zeit, sich hinzusetzen, sich Gedanken zu machen. Und ich finde das schön, wenn man einfach mal ein bisschen Ruhe hat und sich mit einer kurzen Sache beschäftigt. Es muss ja, keine detaillierten Illustrationen sein, sondern auch einfach mal so Gedanken aufscribbeln einfach. Aber du bist doch auch eine, die sehr viel im Sketchbook macht. Sorry, muss mal einen Schluck trinken hier. Da gibt es ein wunderbares österreichisches Wort dafür, das mir jetzt nicht einfällt, wenn man so einen fusseligen Mund hat. Ich glaube, das müssen wir noch ein anderes Mal verschieben. Aber ja, ich zeichne wahnsinnig viel im Sketchbook, aber nur, wenn es frei ist. Also ich habe mal mit Nadine zum Beispiel gesprochen, die ja auch hier war, Nadine von Herzflimmern, heute auch wieder im Chat, und die hat wunderschöne Skizzenbücher. Also die könnte ihre Skizzenbücher als Kunstwerke verkaufen. Und bei mir ist das wirklich ein Hinskizzieren von Gedanken oder Dingen, die passieren. Ja. Und nimmst du dir dann auch bewusst die Zeit oder passiert das so nebenher? Ein bisschen von beiden. Mhm. Ich erzähle ja immer, Ich erzähle immer von so einer Morgenroutine, aber ich brauche das. Ich brauche dieses kleine Erfolgserlebnis am Morgen, irgendwas erledigt zu haben, ein paar Gedanken aus dem Kopf zu kriegen. Und dann schreibe ich mir was auf oder skizziere was. Oder ja, inzwischen habe ich ein bisschen zu Text gewechselt, weil ich beim Illustrieren nicht aufhören kann. Ich denke mir immer so, ja, 20 Minuten machst du ganz kurz und dann geht das immer weiter. Ja, vor allem 20 Minuten sind ja auch gar nicht so lange. Nee, das verfliegt wie im... So wie eine Stunde, Flug. Ja. Ja. Also für alle, die jetzt nicht im Chat bei Behance sind, die Auflösung für das gesuchte Wort gerade vorhin, für wenn man einen fusseligen Mund hat auf Österreichisch, ist jetzt im Chat. Falls ihr nicht da seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da findet ihr die Lösung dafür. Und ich wollte dich noch irgendwas fragen, Carina, aber mir fällt es jetzt einfach nicht mehr ein. Du wolltest mich was fragen, oder? Ja, natürlich. Ein neues Wort suchen. Es wird mich jetzt wieder Tage beschäftigen. Du bist morgen der erste Eintrag in meinem Skizzenbuch. Ruf einfach an. Das heißt, deine Morgenroutine ist dann quasi Sketchen? Ja, wenn es irgendwie klappt, auf jeden Fall, ja. Wenn es irgendwie klappt, manchmal klappt es nicht, dann ist es auch okay, ich mache mir da keinen Druck. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich es wirklich konsequent durchgezogen habe. Das war traumhaft, weil ich innerhalb von kürzester Zeit ein volles Skizzenbuch hatte und meine Gedanken einfach für die Ewigkeit festgehalten habe. Aber manchmal läuft das einfach nicht. Und das muss man dann auch akzeptieren. Carina, ich habe gerade einen Blick auf die Zeit geworfen. Oh oh. Du. Sei kein Spielverderber, Melanie. Ich hoffe, Tim hat mitgeschnitten. Das ist das Lied des Jahres.
Sei kein Spielverderber, Melanie. Das ist es für die nächste Audio-Session hier bei Dobby Live. Oh no. Heute habe ich kein Händchen für die Pinsel. Ich weiß nicht. Welchen suchst du denn? Ich weiß nicht. Ich suche was, das... Okay, aber Amelie hatte auch so einen gebogenen Schweif. Ich mache auch einen gebogenen Schweif. Ich kehre jetzt einfach zu den zu der Ursprungsform zurück. Das ist auch immer gut. Also ich liebe ja auch diese Kohlepinsel. Ja, falls sie die noch nicht kennt im Chat, unbedingt mal ausprobieren. Die sind echt großartig. Heute ist es ja einfach nicht. Was ist los? So. Mir fehlt auch noch so ein bisschen die Story. Balletthuhn haben wir, Zirkushuhn. Zirkushuhn. Ich muss sagen, die Witze von letzter Woche zum Thema Huhn waren unschlagbar. Ich habe noch tagelang darüber gelacht. Ja, da waren schon echt ein paar gute dabei. Was ist der Ausruf, wenn jemand so nach oben geworfen wird, erfreut? Hui. Hui? Hui. Hui. Ich habe keine Ahnung. Schon hui, oder? Natürlich habe ich nicht... Ich habe das Hui nicht auf einen eigenen Layer gesetzt. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass da nichts verschoben werden kann. Du brauchst einen okay. Hui-Layer. Wo ist er? Wo ist der Hui-Layer? Ja, das finde ich jetzt total angenehm, dass man inzwischen Layer in Fresco benennen kann. Weil wenn man sich das Ganze dann irgendwie in Photoshop zieht, findet man die Sachen auch direkt. Wobei, die findet man auch direkt, wenn man einfach rechtsklickt und den Layer auswählt. Vielleicht sollte ich mal ein Photoshop-Tutorial machen. Aber das traue ich mich niemals, weil Tim ist ja der König, der Photoshop-König. Und der würde mich dann wahrscheinlich ständig ermahnen. Kennst du das Gefühl, wenn du zwei Striche davon entfernt bist, fertig zu werden? Und die wollen aber nicht sitzen? Oh ja. Ich hasse es. Ich glaube, das ist auch dann immer so ein bisschen die Aufregung. Ja, es ist einfach, obwohl es ist dann auch gar nicht so, wenn, wie soll man sagen, findest du es ist die Aufregung? Ich finde, manchmal hat man was gedanklich schon so im Kopf, aber die Hand macht einfach nicht mit. Also es wird halt dann einfach nichts. Und es wird dann so... Denkt sich so, hä, was machst du? Warum wird das nichts? Es ist echt mühsam. Ich will es dann aber auch nicht akzeptieren. Und ich muss gestehen, bei mir ist das die Aufregung. Wenn ich weiß, jetzt ist es kurz davor, fertig zu werden, dann, dann raste ich fast aus. So. Für heute bin ich fertig. Ich wechsle jetzt mal kurz zu Adobe Rush. Für alle, die jetzt drauf gewartet haben, auf diesen einen wunderbaren Moment, dass ich zu Rush wechsle und hier mal ein paar Videos von uns schneide, um daraus ein Social-Media-Posting zu machen. Jetzt ist der Moment. Was ich heute entdeckt habe bei Rush ist, wenn man das am iPad macht und gleichzeitig connected ist, so wie ich das jetzt gerade bin, ich habe mein iPad zu meinem Rechner connected, dann hat man... am iPad die Tools und das Bild, also das Video, das man bearbeitet am Rechner, also wie einen zweiten Bildschirm. Das ist super cool, das wusste ich noch nicht. Man kann es aber natürlich auch wechseln und alles auf einem Bildschirm haben. Mhm. Benutzt du denn Rush hin und wieder? Ja, also auch noch nicht so lange. Deswegen, ich höre sehr gespannt zu.
Okay. Ich habe uns jetzt, vielleicht kannst du das mal kurz bei dir zeigen, wie du ein Timelapse in Fresco erstellst. Ja, sehr gerne. Also, es gibt hier oben gleich neben den Einstellungen dieses kleine Pfeilchen. Genau. Und da einfach einmal drauf tippen und dann kann man natürlich auf Veröffentlichen und Exportieren auch hier unten das dann auswählen mit dem Zeitraffer Export. Genau. Und dann kann man entweder das Video vorab nochmal ansehen oder eben gleich exportieren. Und ich glaube, man kann auch in den Voreinstellungen definieren, in welcher Auflösung man das haben möchte. Genau. Genau. Ja. Und so funktioniert das auch wunderbar. Man kann das entweder dann auch direkt von, man kann es sich auf dem Rechner speichern, man kann es exportieren, man kann es sich aufs Telefon schicken zum Beispiel und dort bearbeiten, also super flexibel. Und irgendwann endet man dann damit in Adobe Rush, so wie ich das jetzt mache. Und ich schaue mir das meistens gleich direkt hier in Rush durch und weiß ja schon, wie der Prozess ungefähr war und was ich kurz abschnibbeln möchte oder was ich behalten möchte. Zum Beispiel habe ich hier am Anfang schon mal ein Preview-Foto, das möchte ich nicht behalten. Wie man sieht, ich habe auch schon ein bisschen herumgespielt. Man kann hier wunderbar die Formate ändern. Das ist ja was, das ist mein Go-To-Tool, weil ich einfach, ich möchte das schnell machen und in dem Fall habe ich es direkt zur Hand und es klappt super gut. Man kann dann auch so ein bisschen noch das Bild verschieben und zentrieren und sich dann einfach wegschnibbeln, was man nicht möchte. Ich fange mal hier an. Dann beginnt die Farbe, dann mache ich hier noch einen Cut. Und dann würde ich jetzt mal von dir hier hinten noch so eine Skribbelphase ausschnipseln und die nach vorne ziehen. Kann natürlich die Timeline ein bisschen größer machen und kleiner. Und dann haben wir schon alle Scribbles hier gesammelt. Ich habe das ja, wir haben letztes Mal ein gemeinsames Projekt von uns angesehen, den Wischelstand. Und da habe ich das natürlich auch gemacht und den Rush kurz zusammengeschnitten. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Erinnerungsstück an die Zusammenarbeit. Ja, total. So, was haben wir hier noch? Nee, das ich sehe ganz gespannt dabei. Zu. Ja, du wirst die geheimen Geheimstricks erfahren. So. Ich mache mal hier auf so ein Story 9:16 Format. Und da muss ich das Ganze ein bisschen kleiner machen. Nee. Was ein cooler Tipp ist, wenn man das Problem hat, was haben wir denn, dass das Bild nicht passt, kann man natürlich scalen, also das Ganze vergrößern und transformieren. Oder man legt sich einen Hintergrund rein. Ich kann das mal versuchen. Und dann, ich importiere jetzt mal so ein verrücktes rotes Bild, damit man den Unterschied gut sieht. Und dann kann ich die Layer verschieben und das im Hintergrund haben. Das heißt, man hat mehrere Layer und könnte das dann natürlich so ein bisschen covern, dass da im Hintergrund nichts passiert, weil das Format nicht stimmt. Das hat man ja ganz oft in Fresco, illustriert man mit einem Endformat, das vielleicht gedruckt werden kann. Und dann hat man entweder ein abgeschnittenes Video oder ein kleines und so kann man das ein bisschen umgehen. Ich finde, das sieht mit dem Orangen auch ganz gut aus. Ich glaube, ich lasse es gleich direkt hier drin und verschiebe das nochmal so hoch. Das macht auch so ein automatisches Panning, also dass es so auf das Bild zoomt. Eigentlich nimmt einem Fresco wahnsinnig viele Arbeiten ab und man kann wahnsinnig schnell Dinge teilen und für Portfolios aufbereiten. So. Wie kommst du mit deiner Illustration voran? Ja,
Ja, gar nicht, weil ich dir da gebannt zusehe. Oh Gott, wir haben noch 5 Minuten, vielleicht 10. Vielleicht, wenn wir ganz lieb fragen. 10 Minuten. Aber jetzt habe ich so rumgelabert, dass es so wahnsinnig schnell geht mit Rush. Und das ist doch ein guter Beweis, wenn das wirklich klappt bis zum Ende, oder? Ja, es geht auf jeden Fall schnell. Wir schaffen das, Melanie. Ich frage mich echt, wo die Zeit heute schon wieder hin ist. Also futsch, einfach futsch. Ja, die Zeit bis zum Stream vergeht nicht, und wenn es dann soweit ist, ist einfach viel zu schnell vorbei. Ja. Hast du noch spannende Pläne für heute Abend? Ich werde auf jeden Fall dann mal eine Runde rausgehen. Gute Idee. Ja, mal kurz Kopf auslüften. Und natürlich dann auch noch bei dem Hühnchen, Kampfhühnchen, ein klein bisschen weitermachen. Und du? Klingt gut. Ja, ich möchte heute unbedingt noch das Projekt hier aufbereiten und dann im Laufe der Woche auf Behance stellen. Ich glaube, ich mache das Ziel danach, jetzt so die Motivation noch am größten ist. Und dann habe ich das für die Woche durch und ein schönes Erfolgserlebnis. Ich habe jetzt mal ein paar Skizzen und Scribbles hier eingefügt als Timelapse, und weißt du zufällig, was die Zeit ist, die man für Instagram, auf Instagram für Videos in Stories verwenden kann? Sind es 13 Sekunden? 24? 15, glaube ich. Bei meinem Video wäre jetzt einfach viel zu lang, aber ich kann ja natürlich auch die Zeit anpassen und das alles ein bisschen schneller oder langsamer abspielen. 15? Ja, 15 sind es. Also ich glaube, alle 15 Sekunden beginnt dann ein neues Video. Okay. Also wenn du 30 machst, wären es 2. Okay, ja, das kriegen wir hin. So, wir haben jetzt 18, haben das Timelapse so ein bisschen hochgeschraubt. Oh, Andreas Holler verabschiedet sich schon. Schönen Abend dir und danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, Thomas. Vielen Dank auch für die wunderbaren Beiträge. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen mehr auf Discord. Es war echter Wahnsinn. Für alle, die noch nicht auf Discord sind, kommt vorbei. Schaut mal, was so passiert, und stellt uns alle Fragen. Wir sehen auch, wenn wir nicht hier live sind, natürlich bei Discord rein und sind für euch da. So. Ich glaube, wir rasen auf die letzten Sekunden zu. Ja. Ich werde jetzt was Verrücktes versuchen. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich werde jetzt noch ein bisschen Sound hinzufügen, weil Rush hat natürlich wunderbare Sounds in der Library, die man verwenden kann. Und ich suche jetzt einfach mal was auf und versuche mal, ob man das hören kann. Ich hätte schon einen Liedvorschlag für dich. Du darfst raten, was es wäre. Du musst nochmal die Frage vielleicht stellen. Vielleicht hat die Community auch noch Musikvorschläge, die wir dann im Nachhinein noch dazugeben könnten. Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt alles, was du gesagt hast, nicht passiert, gehört. Ich habe gesehen, dass du deinen Mund bewegst. Aber ich habe nichts gehört. Audio. Klar. Genau. Weil es mir die Musik in voller Lautstärke in meine Kopfhörer geballert hat. Aber ich bin mir sicher, dass es spannend war. Also man kann es eindeutig hinzufügen, Rush hat wunderbare kleine Loops, Soundeffekte oder Soundtracks, und da ist einfach immer was dabei. Nee, Voice-Over machen wir heute nicht. Das lassen wir für eine wunderbare Audio-Session mal für Tim übrig. Da kann man direkt ein Musikvideo mit ihm machen. Tim, das wäre doch was, oder? Ach ja, Tim kann das nicht antworten. Aber, und im Chat ist er noch nicht.
Aber Anna meint gerade, ihre Musikvorschläge spart sie sich lieber niemals. Wenn man einen Musikvorschlag hat, sollte man den, egal was es ist, immer sagen. Anna, immer. Raus damit. Nur wenn das, siehst du, da kommt die verspätete Antwort. Tim ist bei einem Audio-Recording, Musikvideo, direkt mit dabei, wenn ich singe. Das möchtest du nicht hören, Tim, aber ja, gerne. Anna Neubauer schreibt, Blümchen wäre ihr Musikvorschlag. Ja, das passt doch perfekt zu den Vögeln, oder? Ja. Ja, wir finden noch ein paar Hits. Ich darf mich ablecken lassen, Carina. Nein, also Melanie, konzentrier dich. Der letzte Task. 3 Minuten hast du noch. Ich muss kurz muten, sonst. Hörst du schon die Uhr ticken? Ding, 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 ding. Ja, was auch cool ist, es gibt auch wunderbare Transitions, die habe ich noch viel zu selten ausprobiert, jetzt gerade reingeworfen. Ist mir natürlich ein bisschen zu bunt, aber für einen Versuch ist gut. Und jetzt gebe ich noch total verrückten Text drüber. Was haben wir? Gibt es noch mehr? Also ich muss mich echt mal ein bisschen mehr mit Rush beschäftigen. Hier kann man ja echt ganz coole Sachen machen. Alles im iPad. Ich wollte eigentlich mehr Zeit damit verbringen und habe jetzt total natürlich wieder die Zeit übersehen und mich zu sehr mit dem Hund beschäftigt. Und jetzt, jetzt muss ich hier so eine halbgare Sache machen. Ja, aber das ist die Realität. Also, man muss einfach auch mal flexibel sein, oder? Einfach mal die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Ja. Aber es klappt doch wunderbar. Ja, meistens klappt es zu gut. Was ja auch wunderbar ist. Nee, ich schreibe jetzt nicht verrücktes Huhn, sondern komische Vögel. So. Ich muss auch sagen, mir macht es wahnsinnig Spaß, Dinge auszuprobieren und ich merke, dass ich verliere mich viel zu schnell. So, los. Komischer Vogeltext. So, lachst du, weil ich mit Rush spreche? Ja, ich mache das auch manchmal. Okay. Gut. Ja, ich habe in das kurze Video von ein paar Sekunden alles reingepackt, was man nur reinpacken kann. Ich schneide das jetzt noch ab, exportiere das und dann ist es fertig. Ne, da war ein bisschen zu viel abgeschnitten. So. Letzter Proof, ob das was geworden ist. Das sieht doch schon nicht so schlecht aus, oder? Ja, super. Ja, aber siehst du, hier habe ich das Timing nicht gut gemacht. Das sollte eigentlich ein bisschen schneller passieren. Ja, unter Druck. Das ist jetzt dieser Vorführeffekt. Ja, aber ich könnte es jetzt scheren, exportieren. Ein bisschen Magic in den letzten 4 Minuten. Und yes. Es ist in meiner Kamerarolle und ich werde dir das auch sofort jetzt dann schicken. Oder ich könnte es auch direkt schon zu Behance exportieren. Ich mache das jetzt mal. Was passiert? Ja, cool. Trommel. Ja, ich weiß schon, an dem Punkt wäre ich natürlich schon wieder abgelenkt und hätte mich irgendwo verloren. Ich glaube, ich schaue mir das ein anderes Mal an. Immerhin muss ich mich jetzt auf den Livestream mit dir konzentrieren und die letzten paar Minütchen. Ja. Und letzter Blick in den Chat.
Anna sagt Dank, Anja sagt Danke für den Input mit Rush. Ja, schaut euch das an, das macht total Sinn und Spaß. Und ich finde, wenn man schon so Tools am iPad zur Hand hat, sollte man die auch einfach nutzen. Alles andere ist eigentlich gar keine Option. Anna wartet noch aufs Ergebnis. Also das ist mein erstes Ergebnis. Ich mache mal ganz kurz. Und soll ich mal abspielen? Moment, ich kollapse die Layer und spiele es kurz ab. Okay, das ist ein bisschen, natürlich ein bisschen wurschtelig, aber das Konzept passt. Sollen wir noch einen letzten Blick auf deine Illustration haben und für heute Schluss machen? Yes. Genau, ich bin heute leider nicht so weit gekommen, wie ich natürlich gerne gekommen wäre, weil einfach die Stunde viel zu kurz ist und wie immer die Zeit so schnell vergangen ist. Genau, ich habe hier mal zwei Büsche und eine Burg gemacht und noch ein paar Würmer. Werden wir dann das mit dem Fallschirmküken noch ansehen und euch dann auf jeden Fall die fertige Illustration mit euch teilen. Ich bin gespannt. Der Rest passiert über Discord oder spätestens am Mittwoch wieder. Da sehen wir uns frisch und fröhlich um 4. Natürlich auch am Freitag für die nachhaltige Design Session. Und wann sind wir uns wieder, Carina? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe bald. Ich hoffe bald. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Auch an den Chat und an eure tollen Inputs. Ich bin schon gespannt. Und ja, danke Melanie, dass du natürlich heute auch noch ein paar deiner Tricks aus Adobe Rush verraten hast. Das werde ich mir dann gleich nochmal ansehen. Ja, schon. Finde ich super spannend. Ich freue mich. Ich habe noch ein paar mehr Tipps. Es ist was für die nächste Runde. Danke, dass du da warst. Danke für die schöne Stunde. Danke an den Chat. Ich freue mich total, dich vielleicht irgendwann wieder in echt zu sehen. Und ja, yes. Wir sehen uns am Mittwoch. Wir sehen uns. Habt einen wunderschönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss.